Oder auf den anderen Teil dieser komischen Insel, beziehungsweise auf die Anknüpfung. Wenn es eine Anknüpfung ist, dann wären wir eigentlich die ganze Zeit auf einer Halbinsel gewesen. Aber ganz ehrlich, das juckt mich kein bisschen, ob das eine Halbinsel ist oder nicht. Schau mal da hinten, einen Brunnen. Was ich allerdings... Alter! Junge, das ist ja mal richtig geil hier. Seht ihr das? Kleine Inseln. Ey, das ist beeindruckend. Hier, diese zwei kleinen Dinger. Genau so eine Welt habe ich mir für das Let's Play gewünscht. Eine wunderschöne Welt. Und die habe ich bekommen. Also ich bedanke mich bei dem wunderbaren Seed. Ich glaube, der Seed war irgendwie Dena MC oder so. Habe ich einfach aus Fun eingegeben. Und die Welt ist doch wirklich richtig geil. Da hinten ist ein Brunnen. Wir haben Tempel gefunden. Wir haben Höhlen. Nicht allzu große, aber kommen bestimmt noch welche, die uns ein paar Ressourcen geben. Wie die Kuh gerade zusammengebrochen ist, das fand ich ganz lustig. So. Ich möchte mich auf jeden Fall jetzt nochmal in Richtung Wüste machen, ganz langsam und beharrlich. Ja gut, nicht so langsam. Los, wir müssen auch nochmal auftauchen hier. Mir juckt schon wieder die Nase. Ist ein Klassiker. Nee. So. Was machen wir jetzt eigentlich? Das ist eine gute Frage. Jetzt habe ich gerade die Ideen so ein bisschen verloren. Ich hatte so viele eigentlich, aber jetzt ist schon wieder so viel vergangen. Ich mache das ja auch oft so, dass ich über Themen rede beim Zocken, obwohl ich nicht viel Sinnvolles mache. Dass ich einfach über Themen rede, die mich wirklich so ein bisschen interessieren. Und ich schätze, übrigens nebenbei so erwähnt, wenn wir uns hier mal wirklich so eine Farm machen, dann sollte die in der Wüste sein. Weil in der Wüste lässt sich im Grunde alles anbauen. Mit ein bisschen Glück. Und das wäre doch dann viel sinnvoller als alles andere. Ach, schau mal, wir haben direkt auch noch ein Steinbiom. Das ist ja super. Wo ist der Tempel jetzt noch gleich gewesen? Wo ist der Tempel? Ach, egal. Ich brauche Kohle. 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 Yeah. Ey, das könnte ein neuer Hit werden, wenn es nicht schon von Gronkh ein Hit geworden wäre. Boah, wir haben richtig verschissen viel Kohle. Und hier ist auch direkt nochmal so ein richtiges Feld. Und da geht's auch nochmal zur Sache. Boah. Naja, gut, da ist nur ein Ding gewesen. Schau mal, wir haben direkt auch noch eine Höhle. Keine große mal wieder. Ey, finden wir auch nochmal eine größere Höhle auf dieser verdammten Welt? Ich weiß es nicht. Ich schaue später nochmal rein. Alter, so viel Kohle. Komm, wir haben jetzt alles dabei, was wir brauchen. Eigentlich müsste man sich so ein Automat machen können, mit dem man aus Kohle noch Diamanten macht. Das wäre optimal. Weil ich finde, Diamanten sind viel zu selten. Man kommt mit dem normalen Werkzeug einfach nicht gut klar. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade ein bisschen... Ja, ich rege mich gerade ein bisschen auf, weil es gerade jetzt wieder Nacht werden muss. Wo wir doch gerade so schön unterwegs waren und jetzt hier was Schönes gefunden haben, was wir auch gebrauchen können. So, gleich wird es eh wieder dunkel und wir kriegen von den Monstern auf die Fresse, wenn wir nicht aufpassen. Also Leute, lasst uns einfach ein bisschen sicher gehen und uns noch ein paar Baumstämme holen und im Tempel dann eine Runde schlafen. Wir müssten eigentlich gerade genug Wolle dabei haben. Ach, 14, das reicht ja locker. Das reicht ja hinten und vorne, Alter. Ist ja krass. So, und die Musik ist schon wieder verstummt, Mann. Ich mag Musik in Minecraft. Ich mag die wirklich. Ich glaube, ich bin der Einzige, der die Minecraft-Musik wirklich geil findet. Aber einen Soundtrack davon würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Was leuchtet denn da hinten so krass? Ist das ein Lavasee? Habe ich den vorhin übersehen? Was mir immer so passiert. Ich übersehe einen Lavasee. Wir müssen natürlich auch noch dran denken, dass wir hier noch eine Werkbank. Nee, die haben wir ja im Tempel, stimmt. Hatte ich ja zurückgelassen, siehst du, da erinnere ich mich direkt wieder dran. Ich wette, das ist ein Lavasee in der Wüste. So ein Monster-Spawner wäre auch geil, dann würden wahrscheinlich wieder 10 Parts kommen, indem ich das Ding zu einer Monsterfalle umbaue. Aber das würden dann ganz viele Leute auch wieder verachten. Und die würden dann sagen, du machst immer nur dasselbe hier, machst nur noch Scheiße. Und das könnte ich dann auch wieder nachvollziehen, wenn mich viele dafür hassen würden. Ja, wir haben hier einen Lavasee. Und was haben wir jetzt gewonnen? Gar nichts. Ganz normal halt. So. Ja, dann müssen wir jetzt in Richtung Tempel gehen. Mit der Fragestellung natürlich, ob wir das Leben schaffen. Wäre natürlich sehr traurig, wenn ich sterben würde.
Dann wäre der wunderbare Enchantment-Level weg, der jetzt mittlerweile schon bei 20 liegt. Das ist eigentlich schon ganz okay. Ja, ich finde es auch cool zu leveln. Ich gebe das auch ungern aus für Enchanten, aber es ist dann letzten Endes doch ganz hilfreich, mit verbesserten Werkzeugen zu spielen. Aber so seit dieser Enchantment-Geschichte habe ich wirklich nicht mehr viel von den Neuerungen auch mitgemacht. Ich habe dann einfach nur Minecraft gespielt, so wie ich es kannte. Und es hat funktioniert. Und das ist mir am wichtigsten. Ein Spiel, was funktioniert. Mehr will ich nicht. Ich will einfach nur Minecraft spielen. Die ganzen Neuerungen waren größtenteils für den Arsch und ich war auch von sehr vielen Sachen enttäuscht. So, packen wir einfach mal hier rein das Bett. Haben wir hier fast schon so ein Himmelbett mit ganz komischen Säulen. Fehlt nur noch der Schleier. So, und jetzt heißt es erstmal Kohle abbauen. Da wird jetzt erstmal ordentlich geholzt. Der Zombie-Vertreter, der hat sich auch die Füße vertreten. Ja, wenn ich auf so heißem Sand laufen würde, da würde ich auch anfangen zu brennen. Da würde ich richtig schön Feuer fangen. Kann ich nachvollziehen, dass der Typ in Flammen aufgeht. Oder wenn ich mal wieder mit Chandi schreibe, dann gehe ich auch immer so schön in Flammen auf. Liegt aber an meinem Herz, das ist ein bisschen komisch, dann muss ich euch ein anderes Mal erklären. Aber das kommt auch noch. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, wie hier so die etwas weiter entfernten Objekte bei Minecraft gerendert werden. Die sehen sehr verschwommen aus teilweise. Aber es macht trotzdem Bock, weil es einfach so flüssig läuft. Ich habe das noch nie so flüssig wirklich auf einem vernünftigen Rechner von mir gezockt. Ich habe ja auch keinen vernünftigen mehr. Der ist ja leider out, aber so richtig out. Über die Ressourcen kann man, wie gesagt, heute nur noch lachen. Eine 256 MB Grafikkarte. Und das ist doch schon traurig. Klar, 8 GB Arbeitsspeicher, aber was bringt dir das, wenn die Grafikkarte das nicht mitmacht? So. Ach, hier geht's gar nicht mehr tiefer. Das ist aber cool. So, da baue ich direkt noch ein bisschen Kohle ab. Automatisches Speichern. Ach, jetzt echt schon wieder? Jetzt gerade, wo ich Kohle abbaue, ey, gerade war es Nacht, als ich Kohle abgebaut habe, jetzt muss gespeichert werden. Was kommt denn als nächstes? Die PS3 scheißt ab oder was? So, jetzt können wir direkt weitermachen. Ich nutze diese Pausen wunderbar gerne, um einen Schluck zu trinken zu nehmen. Weil man da eh nicht viel kommentieren kann, wenn so ein Ladebildschirm kommt. So. Müssten wir eigentlich gleich auch durch sein. Ich kriege schon wieder Kopfschmerzen, müsste gleich eigentlich mal aufhören. Das ist jetzt nicht beim Zocken an sich so, aber beim Aufnehmen, weil da laberst du die ganze Zeit, du kannst dich dabei fast selber gar nicht hören. Weil du ein fettes Headset auf hast. Damit der Sound nicht nach draußen klingt. Und das Mikro das doppelt aufnimmt, deswegen ist der Fernseher auch ganz leise. Und ich musste doch wirklich schon sehr, sehr viel rumprobieren, bis ich dieses Spiel vernünftig aufnehmen konnte. Und jetzt bin ich einfach nur dankbar, dass ich es aufnehmen kann und dass noch ein paar Leute zuschauen. Und das finde ich geil. So, was können wir jetzt noch machen? Da oben ist noch ein bisschen Kohle am rumliegen. Ich glaube, ich hatte hier irgendwo noch ein bisschen was übersehen. Da ist noch was. Ich habe dich gesehen. Ich werde mich aber jetzt nicht in die Richtung bewegen. Ich habe schließlich nur ein Diamantschwert. Ah. Hallo. Tja, das ist scheiße gelaufen, ne? Haben wir doch letzten Endes noch über die Skelette gesiegt. So, und ich glaube, irgendwo war noch so eine Kohleader. Hört sich auch irgendwie ein bisschen doof an. Ah, da, das haben wir übersehen. Ich habe keine Schippe dabei. Wäre auch ganz geil gewesen, um das abzubauen. Und es gab ja noch Zeiten, wenn man da geil gesagt hat, hat man von den Eltern noch einen auf die Schnauze bekommen. Ja. Als unsere Eltern noch Verstecken und Stein gespielt haben, zum Beispiel. In den guten alten Zeiten. Also, ja. Viele Leute können sich mit der heutigen Zeit nicht identifizieren. Ich zum großen Teil auch nicht. Das mit den Smartphones, das ist mir einfach ein bisschen zu futuristisch. Wobei es zusätzlich dazu gesehen auch sehr, 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 sehr altertümlich ist. In Briefen wurde schon dasselbe gemacht wie heute auf WhatsApp. Es wurde geschrieben. Klar, Sachen verschicken. Das ging auch schon früher. Das ist nichts Neues. Nur halt, dass es jetzt mit dem Handy geht. Wow. Und dass es jetzt Verträge gibt. Zum Beispiel bei E-Plus für Aldi Talk und sowas. Wow. Ich habe ja auch Aldi. Ey, ich schwör, ruf mich mal an. Ich habe Aldi. Ey. Ich kann mich immer noch gut dran erinnern, als ich meinem Dingens gesessen habe hier. Wir haben hier so ein paar Gebäude in unserer Hauptstadt vor allen Dingen. Wir haben hier einfach so ein paar Gebäude in unserer Stadt und da war ich mal in so einem Gebäude drin. Und da gab es auch Bücher, auf jeden Fall. Aber ich war eigentlich da, um mir Videospiele auszuleihen. Ein paar Games halt. Und da kam so ein Türke zu mir und der meinte so: Ey, ich schwör, hast du Aldi? Walla.
Und ich hab den erstmal so gefragt, was? Was willst du von mir? Und er so, ey, ich schwör, hast du Aldi? Ey, ich schwör, beste Vertrag. Und da hat er mir erstmal so halbwegs verständlich erklärt, dass er Aldi Talk meinte und ob ich denn meine Handynummer ihm dann geben könnte, weil Bros und so und neue Freunde halt und kennst du ja. Und ich hab irgendwie nicht verstanden, was der Typ von mir wollte. Wahrscheinlich war der ein bisschen durch den Wind. Ja, war einfach nur ein komischer Typ. Jetzt unabhängig davon, zu wem er jetzt halt gehört. Also das ist einfach nur eine absolute Gurke gewesen. Der Typ, der war einfach nur eine Lachnummer. So. Und was will ich jetzt eigentlich groß machen? Ich habe jetzt genug Kohle. Diamanten finden wir jetzt eh nicht, ohne vorher eine Höhle gefunden zu haben. Wir können uns eigentlich nur ins Erdreich graben. Oder unser Glück nochmal in Richtung Lava versuchen. Da möchte ich aber wenigstens das Diamantschwert vorher loswerden. Oder vielleicht noch ein paar Tiere damit abschlachten. Darauf hätte ich jetzt Bock. So. Boah, mit der ganzen Kohle können wir jetzt erstmal wieder schön ein paar Sachen brutzeln. Da schmeißen wir erstmal wieder den Ofen an. Dann geht's wieder so richtig zur Sache hier. Ja. Wieder so ein Chicken Wing. Ein Hähnchenflügel in Person. Hier bin ich. Schön, wenn man sich umdreht und direkt ein Schwert in die Fresse kriegt. Das Viech hat sich wahrscheinlich auch derbe gefreut. Das kann ich euch aber mal sagen.